Ja, in dem Sinne, Leute, moin moin, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Hab jetzt einige Zeit keine Videos gemacht, weil einfach so viel bei mir los war, Freunde der Nacht. Und hab auch, muss ich sagen, die ganzen Wirbel rund um Akku nicht so wirklich mitbekommen. Und deswegen kommt heute endlich mal wieder ein Video und auch Podcast von mir. Ganz wichtig, ihr könnt das heutige Video quasi auch nochmal als Audioversion auf Spotify euch anhören. Der allererste Link in der Videobeschreibung. Genau, wir werden heute mit meinem Moderator Blue ein bisschen über Akku reden, und zwar über das komplette Akku-Release-Event bei ihm auf dem Server, wie das so ablief, wie er sich darauf vorbereitet hat, wie dann der erste Raid quasi ablief und wie ihm generell Akku gefallen hat. Und ich würde sagen, an der Stelle einfach mal moin moin Blue. Servus. Moin. Genau, also ich ja, muss ganz ehrlich sagen, du weißt es ja schon, ich habe jetzt quasi persönlich noch nicht Akku geradet, ja, kann also dementsprechend mich jetzt auch nicht hinstellen und irgendwie da fett meine Einblicke euch mitteilen. Und deswegen haben wir heute Blue am Start, raided auf Lucifron in der Gilde Washed Up, und ist eine sehr gute Gilde, und deswegen denke ich mal, macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns beide da mal heute drüber unterhalten. Genau. Ja, willst du vielleicht erstmal sagen, wie die Öffnung von Akku bei euch auf dem Server war? Also Lucifron ist natürlich schon etwas Besonderes, ja, also 98% Horde auf dem Server drauf. Wie sieht das so ab bei euch mit der Eröffnung? Also ich glaube, wir haben als dritter deutscher Server, glaube ich, den War of Horde abgeschlossen. Großteil, wir mussten halt alle Allianz-Mats mussten wir als Hortler halt erfarmen und hinschicken. Ja. Und dann gab es noch die schönen FC Good Kick Lucifron und Alterac Fishing Club, die beiden Allianz-Gilden, die das halt versucht haben zu verhindern, dass wir den War of Horde durchkriegen, zum Beispiel. Ach ehrlich, haben die eher gegengearbeitet, ja? Wusste ich gar nicht. Ja, okay, ja, die haben sich ans AH gestellt und haben halt versucht, dann halt die Sachen rauszusnipen, weil die natürlich auch nicht für teures Zeug drin, also für teuer Geld drin waren, ja. Also. Mhm. Aber da war jetzt vor allem die Gilde Obscur mit ZPM. Also ZPM ist der Spieler, die haben, glaube ich, wahrscheinlich 90% des Allianzmaterials rübergeschifft. Also die Hordenseite hat dann alles an Obscur gegeben und die haben das dann halt über Chars rüber transferiert. Mhm. Ja, genau. Also habt ihr es dann letztendlich doch noch irgendwie geschafft, ja. Ja, genau. Und dann war es dann irgendwie, ich glaube, samstags oder sowas. Nee, freitags nachts um 3 Uhr war es dann fertig. Heißt also dann, dass wir dienstags, also am 18. dienstags um 3 Uhr war, ist dann hier das 10-Stunden-Event gestartet, ja. Genau. Ja. Und, wie war das denn quasi? Also ihr habt ja dann auch wahrscheinlich beim Scarab Lord und so weiter gar keine wirkliche Competition gehabt. Ihr konntet wahrscheinlich auf Horde-Seite relativ unproblematisch eure Scarab Lords erfarmen, ne? Ja, also für die Leute, die Lucifron jetzt nicht kennen, es ist kein leerer Server. Also da spielen schon relativ viele Leute drauf, und ich glaube, wir hatten zu Hochzeiten, denke ich mal, knapp 300 Spieler, die Fragmente gefarmt haben. Ich weiß aktuell nicht, wie viele Scarab Lords wir haben. Ich weiß, dass ich habe knapp 2.500 Fragmente für 3 Scarab Lords gefarmt. GG. Ja. Weißt du, wie viele Scarab Lords ihr am Ende jetzt habt auf dem Server? Nee, das weiß ich nicht. Also hier es laufen zwar einige rum, ich schätze mal so zwischen 12 und 20. Okay, es geht ja noch. Ich habe ja von einigen Servern gehört, wo es bis zu 30 gab oder mehr noch. Also. Ja. Das ist aber halt gut. Der Vorteil ist halt, dass du kein PvP hast in Silithus beim Farmen. Ja. Der Nachteil ist aber, du kannst anderen Leuten halt nicht wegtanken. Das heißt, wenn du Allianzler hast, ja, klar. Der einen Scarab killt, kannst du ihn halt killen und kannst den Scarab halt übernehmen. Das kannst du halt so nicht machen. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, wie es ja auch auf PvE-Servern der Fall ist. Ne? Da kann man ja auch die gegnerische Fraktion quasi nicht einfach umklatschen bei solchen Sachen. Genau, ja. Und deswegen gibt es auch öfter mal, habe ich schon öfter gehört, Probleme, wenn Leute irgendwie farmen wollen in der offenen Welt. Wenn es halt einfach überfarmt ist, kann man halt auch das auch nicht irgendwie halt durch PvP ändern. Ja. Genau, aber wie, gehen wir mal weiter. Und zwar, ihr wart dann quasi
letztendlich dann irgendwann im Raid drin, in Akku 40. Und, aber bevor wir quasi in den Raid reingehen, wie war denn jetzt eure Vorbereitung? Also ihr spielt ja in einer besseren Gilde, ne? Ihr seid, macht auch regelmäßig Speedruns und habt viele gute Leute. Wie war denn eure Vorbereitung? Zum einen war die Vorbereitung, dass wir jeder halt bestimmte, also Nature-Resi farmen, also die Milis haben die Nature-Resi gefarmt. Die Warlocks, wie zum Beispiel ich jetzt, ich spiele Warlock, Warlock-Tank-Items, so dass ich auf, ja, sagen wir 240 unbufft Shadow-Resi komme. Ja. Das waren 2 bis 3 Wochen, würde ich sagen, wo ich das alles gebraucht habe und 1800 Gold. Ja gut, das ist aber auch, du bist ja halt auch derjenige, der dann bei den Twins getankt hat im Grunde, ne? Genau, ja. Einer von, wir haben 3 Tanks. Also 3 Warlock-Tanks und ich bin einer davon, genau. Ja, also kann man sagen, das war ja jetzt nicht das, was der Otto Normal Raider von eurer Gilde für die Vorbereitung ausgegeben hat, oder? Das war ja, ich sag mal so, nee, also die. Die Nature-Resi, also die Milis, haben wahrscheinlich genauso viel ausgegeben, okay, wenn sie es nicht selbst gefarmt haben. Aber der Rest. Also achso, du meinst jetzt die Natur-Resi-Ringe und so weiter, ne? Ja, genau. Und allein, wenn du halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, einer musste, ich glaube, 25 Mal musste ein Mage hier Kral gehen, dass er den Frostzauberstab bekommen hat. Ah, ja, klar. Das ist halt dann auch alleine mal die Zeit, ja. Ja. Genau. Stimmt, das, also quasi, das sagst du, dass selbst wenn jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so mega viel Gold in der Vorbereitung drin war oder jetzt nicht so viel wie bei dir, dann war es halt einfach vom Zeitaspekt her dann einfach, ne, sehr aufwendig. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Zu dem Zeitaspekt kommt dann halt auch noch die Consumptions zu. Und die Pots, die Tränke, das Essen. Ja, da bin ich auch gleich. Ja, bitte. Ja, da bin ich auch, wenn wir später noch drauf zu sprechen kommen werden, was die Schwierigkeit vom Raid anging, können wir vielleicht jetzt schon mal ganz kurz anreißen. Wart ihr zu, also übervorbereitet so? Habt ihr dann so gemerkt, ey, man braucht gar keinen Natur-Resi irgendwie? Und man, oder ihr habt zu viel Tränke oder war das eher so, nee, das war schon alles gut so? Es ist alles gut so. Also, mehr ist immer besser, dann wird es halt einfacher. Aber du musst halt auch nur mal einmal dumm stehen und dann sind deine World Boss weg. Zum Beispiel. Ja. Und das ist halt dann trotzdem blöd. Mhm. Also, ich schätze, ich habe für mich habe ich nochmal 1000 bis 1300 Gold an Tränken und Essen und alles Mögliche ausgegeben, ja. Holy, okay. Aber da ist noch ein bisschen was von da, oder? Ja, warte, ich kann mal schnell an eine Bank schauen. Ich hoffe also doch, ich habe 4 Flasks gefarmt. Ja. Davon also Supreme noch, Power wahrscheinlich oder Titan? Ja, Supreme Tank. Power, davon sind noch 2 da. Ah, okay. Von den Rumtumknollen Supreme sind noch 28 da. Wolfsteak sind, ja gut, das sind halt die Tank-Sachen. Den Tank-Sachen sind noch relativ viel da. Von Mana Flask sind von 60 Stück noch 15 da. Ja. Und die anderen, ja gut, so Greater Arcane-Elixiere und Shadow-Elixiere, die gehen halt auch so weg für kleinen Scheiß. Also da weiß ich jetzt nicht, wie viel nach dem ersten Raid. Also es ist noch ein bisschen was über, kann man sagen. Ja, also ich schätze mal noch so 300 Gold sind noch da oder so. Okay. Okay, ihr wart dann in Arco 40 drin, endlich. Nachdem es ja auch viel Gebange gab auf Lucifer, ne, wie lange es dauern wird, ob es Probleme geben wird, wobei natürlich, ich vermute, die besseren Gilden und auch die Leute, die halt Plan hatten, die wussten schon, dass es wahrscheinlich trotzdem relativ schnell gehen wird, weil sich halt die Leute auch von der Hordenseite drum kümmern werden. Wie war es dann, als ihr quasi das erste Mal in dem neuen Raid drin wart? Was war dann so in dem allerersten Moment, wo ihr so reingegangen seid, das Feeling irgendwie so, auch gerade im Vergleich zu BWL oder Molten Core? Ich fand das, da ich selbst nie Akku vorher geradet habe. Noch nie, wirklich? Noch nie? Auch nee, nicht nie, auf Private Servern? Boah, okay. Nee. Fand ich schon ziemlich cool.
es ist, man merkt so, wo, also das erste Trashpack ist halt schon schwerer als komplett BWL. Also, ja, es ist halt so. Und deswegen, also der Trash alleine in Akku ist halt schon 10-mal so schwer wie BWL, meiner Meinung nach. Mhm. Von Molten Core, das sehe ich als Dungeon an. Also Molten Core ist ein Dungeon und das ist, ja, Testphase von Blizzard. Das heißt, du warst auch jetzt von der, ich sag mal jetzt auch nicht nur von der Schwierigkeit, auch von der Atmosphäre her, ist ja auch eine völlig andere Nummer, ne? Also am Anfang ist es noch oben offen, ne, wenn man reingeht in den Raid. Man ist ja jetzt nicht direkt, man geht dann zwar später auch wieder in die Tunnel rein und so weiter, aber war schon ein geiles Feeling wahrscheinlich, ne? Das erste Mal dann so in so einem kompletten neuen Raid. Ja, also ich find's halt, man merkt da das erste Mal, in welche Richtung halt Blizzard gehen will oder wollte mit ihren Raids und allem. Und das finde ich halt cool. Also, okay, was ist dir da aufgefallen? Ja, auch diese Verbindung. Also, das passt halt in die Story rein. In die Lore rein. Also mit diesem Akku, mit den Öffnungsevents und so. Mhm. So merkt man auch später, dass sie das dann versucht. Bei Nax haben sie es ja so ein bisschen versucht, dann hier mit diesem, mit der Geiselinvasion und Rod of Splitskin und sowas. Stimmt, dass sie das nicht einfach so nur den. Genau, dass sie nicht einfach nur den Raid released haben, sondern halt irgendwie das noch mit einem Event in der Welt verbunden haben, so, ne? Genau, dass es halt wirklich so ein Weltevent ist und nicht ein Story-Event, weil Molten Core BWL wirst du ja über die Story hingeführt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Akku ist ja wirklich so zeitlich so ein Weltevent. Ja. Interessant, jetzt auch gerade mal nochmal so die Perspektive von jemandem zu haben, der wirklich da noch nie drin war. Also hast du auch so dieses ganze Event mit dem Scarab Lord und dem Gefarme und dem War Effort, hast du auch viel mehr, sag ich mal so, gefühlt mit der Verbindung zu Innie dann auch, ja? Kann man schon so sagen. Ja, also ich mache auch gerade die Scarab Lord Questreihe. Also ich habe schon rote Zepter. Mhm. Also ich mache die noch, allein weil ich es mal machen will, weil ich es halt noch nicht gesehen habe und ich arbeiten musste, als die ganzen Scarab Lords ihre Questreihen gemacht haben. Und ja. Genau, deswegen mache ich es halt jetzt nochmal. Und gibt ja auch gutes Gear nebenbei. Also. Ja, gibt ein paar schöne, epische Gegenstände am Ende, stimmt. Ja, Mount bekommt ihr leider nicht mehr jetzt, aber... Nee. Ich glaube, nette... ab World of Lizkin kriegt man doch dann hier den Erfolg, oder? Dann kriegt man doch, das glaube ich, das Mount noch oder so. Da bin ich überfragt, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Okay. Ja, ich muss auch sagen, als ich das allererste Mal in Akku 40 drin war, das ist schon ein geiles Feeling. Auch, wie du eigentlich gesagt hast, durch diese ganze epische... Quest-Reihe vorher, durch die Öffnung und durch dieses Server-Event. Einfach ein richtig geiles Feeling. Wie lief dann der erste Raid bei euch direkt ab? Können wir ganz ehrlich direkt rausballern. Seid ihr durchgerusht? Hattet ihr Probleme? Gab es Dinge, die euch irgendwie aufgefallen sind? Hattet ihr irgendwo Probleme oder ging es alles easy? Also durchgerusht würde ich jetzt nicht sagen, weil wir halt keine Gilde sind, die auf einem Private Server oder sowas vorübt oder auf einem eigenen Server. Mhm. Klar, es gibt halt so Abstimmungsprobleme, ein bisschen was. Also klar, die Gildenleitung hat sich halt angeschaut bei anderen in Streams etc. pp. Oder in Videos, was man halt so ändern kann, aber wir haben halt unsere eigene Taktik und die fahren wir halt dann halt auch. Wir spielen viele Bosse auch anders als viele Gilden. Ich kann jetzt nur ein Beispiel aus BWL sagen, dass wir das zum Beispiel hinten Chromagos tanken wir nicht vorne an diesem Tor, sondern hinten an diesem Rondellaufgang, wo man auch die Drachen killt. Ah, an der guten alten Rampe, ja? Genau, an dieser Rampe mit, mit diesem und dann LOSen halt mit dem Feuer. Ja, das heißt, wir sind eher so eine Gilde, die sich halt diese eigenen Taktiken zurechtlegt und sich dann halt aus vielen Inputs dann halt so die Taktiken raussucht. Das ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber während der Vanilla-Zeit gab es da so ein Meme, dass Ira EAOD, meine ich, damals an der guten alten Chromagus-Rampe den Boss exploitet hat. Da wurden die ein bisschen für geflamed. Also geht ja so ein bisschen die Spuren von Ira EAOD. Ja, genau. Ja, okay. Ja, ich muss sagen, ich habe natürlich schön beim ersten Boss direkt meine World Boss verloren. Oh, ehrlich, ja. Weil ich over-accroed habe, eines der Spiegelbilder und dann... Muss dazu sagen, du spielst Warlock. Wenn die Leute es vielleicht nicht wissen, ne? Spielt Hexenmeister, ist halt dann leider auch manchmal ein bisschen schwierig mit dem Warlock, ne? Dass man da die Agro nicht... Ja, und ich habe halt statt meiner Lip, habe ich dann halt den Geso gezogen,
weil ich den Hotkey nicht gefunden habe. Ah, und scheren die Cooldown, oder wie? Oder einfach zu spät? Ja, nee, aber es war dann halt einfach Global Cooldown late. Und dann ist es halt, okay. Eine Sekunde ist halt dann. Ah, ach so, kam halt okay. Der 5K-Crit. Also, da macht man halt auch nicht mehr viel. Ah, bitter. So was ähnlich hatten wir bei der bei dem ZG-Release, weiß ich noch. Da haben wir auch einen Server-First-Attempt gemacht, so, ne? Da hat es ja so fett geleckt, da bin ich auch leider komplett ohne World Buffs in die Ini nur rein. Und ja. So, ein bisschen bitter. Ja. Aber sonst nichts, was euch irgendwie aufgefallen ist. Seid ihr auch bei den Twins gewiped? Da habe ich jetzt gehört, dass einige da Probleme hatten. Boah, sind wir da gewiped? Oder hattet ihr da irgendwie Probleme oder so? Nee, wirkliche Probleme nicht. Also. Wirkliche Probleme, eher Absprachen, die halt, wo sich was einspielen musste halt. Zum Beispiel, da wir ja mit zwei Hexern, also mit drei Hexern Tanks spielen, dass wir das jetzt ein bisschen abändern, wer jetzt wirklich dann übernimmt oder ob der dritte wirklich nur als Backup fungiert, etc. pp. Dann so Kleinigkeiten wie Healer-Einteilungen. Wie viele Versuche habt ihr für Twins gebraucht? Ich schau mal schnell. Ist ja auch nur so ungefähr, also 10 oder 3 oder 1 oder so ungefähr. Da habe ich jetzt von einigen Gilden gehört, oder von einigen Geschichten gehört, dass sie da dann doch öfter mal gewiped sind. Am Anfang ist ja auch vollkommen unproblematisch, aber... Könnte ich denn hier die Wipes sehen? Ja gut, vielleicht... Naja, wir sind, mal gucken. Ja, ich schau mal nebenbei. Ah, Twins. Twins sind wir einmal gewiped, ja. Ah, okay. Und dann liest quasi direkt, ja. Ja, genau. Bei Twins und bei Zetun sind wir einmal gewiped, weil wir den Strahl am Anfang ist der Hunter irgendwie abgemountet. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also Twins einmal wiped, bis dahin halt kein Vibe gehabt. Und da bei dem, genau, jetzt weiß ich, bei dem Twin-Vibe lag es halt auch nicht daran irgendwie, dass der hier gefehlt hat oder sowas, sondern einfach nur, dass der, dass einmal einer, ich weiß, einer von uns drei Hexenmeistern stand halt einen Tick zu weit hinten, hat dadurch nicht die Initial-Akku bekommen und dann okay, ist der halt direkt geraged und dann kloppt er halt zwei Healer um. Ja, dann ist halt GG. Ah, okay. Ja. Und bei Zetun, also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Zetun auf im originalen Vanilla nie gesehen, da sind wir einfach nicht hingekommen, vor dem Burning Crusade Release und jetzt auf einigen Private Servern haben wir ihn dann gelegt gehabt. Muss man halt einfach sagen, dass es auch viele, die auf Private Servern geratet haben, die werden das auch in Molten Core und in BWL schon gemerkt haben und ich vermute auch in AQ auch wieder. Kann man nicht vergleichen, ist wahrscheinlich alles deutlich einfacher. Also ist ja auch vollkommen normal. Ja, die haben einfach falsche Werte gehabt auf den Private-Servern, damit die Leute eben geglaubt haben, dass es Blizzard-like wäre, weil sich halt keiner vorstellen konnte, dass es so einfach war. Mit den ganzen World-Buffs und so weiter. Aber auch da keine Probleme irgendwie mit den Tentakeln gehabt. Ich glaube, die haben relativ wenig HP auch, ne? Also die gehen relativ schnell down, ja, habe ich gehört, ne? Man muss dazu sagen, ich glaube, wir haben von 40 Leuten 4 oder 5, die auf Private-Servern Vanilla gezockt haben. Also, wir haben viele dabei, die erst mit Classic wieder eingestiegen sind, die vorher Retail gezockt haben. Oder halt zu Vanilla gezockt haben. Wir sind beim ersten Mal sind wir gewiped, weil tatsächlich, glaube ich, eine Tentakel nicht schnell genug gelegt wurde und dann halt eine Hälfte, eine Gruppe, also eine Seite komplett rausgenommen hat. Der Beam wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Und dieser Klitzschlag da, Kettenblitzschlag, sowas, genau. Ja, genau, aber beim zweiten Mal lag er dann eigentlich relativ sauber. Hattet ihr irgendwie beim Reinlaufen da so eine spezielle Taktik direkt, oder gibt es ja das, dass man sich direkt so verteilt oder die Gruppen getrennt reinlaufen? Hattet ihr auch alles also vor? Wir haben den Hunter vorgeschickt, also der Hunter mit einer Drohne vorgeschickt und dann sind halt die Drohnen, dann sind wir halt direkt auf die Position gelaufen und dann hat jeder angefangen. Echt? Okay, sehr interessant. Okay. Es hat eigentlich Hunter, ganz gut. Ja, du siehst es ja dann. Ich glaube, im Video wirst du es ja dann sehen. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Wahrscheinlich läuft hier im Hintergrund auch das Gameplay von der Gilde von Blue, also genau, von Wash Up. Genau, ja. Okay. Ich habe hier jetzt auch gerade mal die
Consumable-Pflichtliste rausgesucht, ja. die er hat. Für dich als Rogue vielleicht mal, weil du Rogue geradet hast. Was ich quasi bei euch benötigt hätte, so eine Art. Ja, genau. Also das ist Pflicht, ne? Also eine bestimmte Anzahl davon ist es halt Pflicht zu haben, sodass du über den kompletten Raid ja. kommst. Das ist dann einmal Elixir of Mungus. Ja, okay. Ja, logisch. Juju Power bzw. Giant. Fire Water, Juju Might. Dann hast du die, als Buff Food hast du die Dumplings, Trilled Squid und Sunfruit. Und dann halt, gut, da sind halt auch die Hunter drin, Healing Mana Potion, Nature Potion, Poison Potion, Lip, genau. Ja, okay, also die Standarddinger eigentlich, ne? Kenne ich ja, jetzt so aus meiner Gilde auch noch. Ne? Dann noch die ganzen Ripper, Root Tuber, Clone, Rome Clothes, ja genau. Damit man sich quasi außerhalb vom Healing Potion Cooldown auch nochmal healen kann, genau, mit der mit der Fellwurzpflanze. Genau. Ne? Ja, okay. Aber Titan Flask auch für Melis im ersten Run wahrscheinlich, ne? Oder hab das nicht gemacht? Braucht man nicht, aber ist gern gesehen, ja. Ah, okay. Ja, also die Flask ist jetzt mal war jetzt halt auch dabei, ist aber nicht aufgezählt. Ja. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen. Ich habe übrigens 15 Consumables als Warlock. War das dann ein bisschen mehr schon, ne? Wahrscheinlich. Ja. Gibt's halt auch so viel Zeug, was irgendwie Spell Damage gibt und Shadow Damage und, ne? Ja, und dann, oder dann halt so wie Arthas Gabe, was viele halt nicht auf dem Schirm haben. Dieses, weiß nicht, ob du das kennst, dieses vom Alchi. Das ist hab so, ich schon das, mal gehört, ja. Ja, das gibt dir so ein. Es gibt dir einen Schild, der praktisch den Gegner mit einer Krankheit infiziert. Womit der halt weniger womit sein Schaden halt erhöht wird. Okay. Gibt aber auch 10 Schattenwiderstand mehr. Also so. So als Resi-Tank ist halt ziemlich. Tank dann auch wieder cool. Nicht schlecht, ne? Ja. Genau. Genau, ja. Und eine spannende Frage, Akku hat ja auch optionale Bosse, ne? Und zwar das Bug-Trio und Vistodus, bin ich der Meinung, ne? Die muss man ja nicht machen, theoretisch gesehen, ja. Ne? Ja. Wenn man es die tun legen will. Habt ihr die direkt auch gelegt beide, oder? Am ersten Tag haben wir sie nicht gemacht, weil wir ganz einfach morgens halt schon um 3 Uhr mit 35 Leuten aus der Gilde, die das 10-Stunden-Event gemacht haben. Okay. Und da war halt einfach dann, waren wir halt einfach durch. Das heißt, wir haben nach Zetun den Strich gemacht. Okay, verstehe. Also das war dann ja dienstags und mittwochs hatten wir dann direkt den nächsten Raid. Da haben wir die dann aber mitgemacht direkt, ja. Okay. Und da gab es auch keine Probleme. Also Bug-Trio ist ja wahrscheinlich auch relativ einfach, vermute ich jetzt. Und es wird ja auch nicht so schwer wie auf den Private-Servern gewesen sein. Aber ja. Wie war es bei Vistodus? Hattet ihr da irgendwie Probleme oder hattet ihr mega viele Ingis dabei, die dann einfach weggebombt haben, die kleinen Globa-Viecher? Ja, wir haben gar nicht so viele Ingis. Aber wir verteilen halt die Mages und Hexer halt ein bisschen im Raum und dadurch geht es ganz gut. Okay, also hattet ihr da auch gar keine Probleme, ja, bei dem Fight? Also nicht keine großen, ne. Okay. Absprachefehler, aber sonst war da eigentlich alles gut. Und was vielleicht auch noch interessant ist für den einen oder anderen, wie war denn der Loot beim ersten Raid? Habt ihr direkt irgendwelche, ich sag mal so, wie nennt man das so, irgendwelche markanten Items bekommen? Irgendwie den Kirai-Ripper für die Schurken oder Krieger oder den Dagger von Setun oder irgendwelche anderen Dinge? Die erwähnenswert eigentlich wären. Eigentlich nichts Großes. Kann ich sogar auch schon, weißt du das, kann bei Setun schon dieser komische einen Teil von diesem legendären Stab droppen? Oder kann der erst droppen? Erst ab Phase 6. Ach, erst ab. Ah, okay. Der Artiersch kann dann erst dann droppen, ja? Ah, okay, verstehe. Ich habe ja hier eine coole Beutegeschichte. Da kann ich das natürlich sehen. Mhm.
Artie ist dann leider noch nicht droppbar. Schade. Ja, bis auf die 2,5 Teile ist eigentlich nichts wirklich Cooles getroppt. Ja, man muss auch sagen, wir haben auch ein paar Sachen sogar gedisst. Echt, ja? Ja, aber es ist einfach kein gebraucht hat, ja. Mhm. Also keinen schönen Dagger direkt für einen Schurken oder so, Mensch. Wir haben den Heal-Streitkolben bekommen. Ach, von Zitun? Ja, genau. Ja, der ist ja nicht schlecht, oder? Und die Kordel, also den Ledergürtel von Zitun. Hm. Den haben wir bekommen. Dann, ja gut, noch den einen Healer-Ring des Märtyrers. Und was ganz gut ist, das Totem. Für die Schamanen, der erhöht die Heilung von Kriegenwelle Heilung um 80. Mhm. Genau, ja. Das, okay. Das waren eigentlich so die besten Sachen, ja. Ansonsten die Biss, also hier diese Brustplatte der Vernichtung. Nein, die ist auch nicht schlecht, stimmt. Das ist ja die Biss-Brustplatte irgendwie für Krieger, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Okay. Dann, ja, genau. Und also so overall, wenn du jetzt die Inni jetzt auch schon das ein oder andere Mal geradet hast und du sagst dir, du warst da wirklich noch nie vorher drin, wie würdest du dir so overall vom Raid-Feeling an sich und dann auch also von den Mechaniken her bei den Bossen, ne, so ein bisschen Melee-unfreundlicher, das wirst du jetzt als Warlock wahrscheinlich nicht so merken, aber auch vom Feeling einfach, dass man quasi diese Mounts in der Inni hat und dass es sehr weitläufig ist, gefällt dir das so im Vergleich zu BWL und Molten Core oder sagst du so, nö? Also im Vergleich zu Molten Core und BWL auf jeden Fall. Also ich fände es auch besser, wenn so ein bisschen, wenn man nicht in 35 Minuten da durchrennt, 33. Ja. Wenn man nicht durch 33 Minuten durch BWL durch ist. Das finde ich schon besser und ich finde es auch gut, dass jetzt die Gilden wieder weg von diesem Melee-Stacking gehen. Gut, wir haben es nie gemacht. Kann man das so sagen? Denkst du, in Akku 40 ist die Melee-Stacking-Meta auch einfach im Nachteil? Ich weiß es nicht. Falls nee, wie Jatura halt oder so? Ja. Ist halt schlecht zu sagen, muss man halt sehen. Hm. Ich habe mich jetzt noch nicht so damit befasst, weil wir es halt wie gesagt nicht machen. Hm, okay. Du wirst halt durch die Mechaniken dazu gezwungen, mehr Caster mitzunehmen. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja. Ja. Ja, stimmt. Das könnte ich mir jetzt so vom Gefühl her auch eher so vorstellen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, den einen oder anderen Warlock oder Mage mehr mitzunehmen. So, ja. 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 Okay. Allein halt der Damage, den halt Warlocks fahren, wenn sie, oder Mages, Fire Mages fahren, ist halt abartig, wenn die da richtig das Gear haben und kritten dann. Ja, genau, das ist ja auch letztendlich für die Leute, die so ein bisschen Erfahrung haben mit Vanilla von der Itemization her, vom Progress her, so, dass die Melees am Anfang deutlich mehr Damage machen und aber die Caster einfach deutlich besser skalieren also, hier im Laufe der Zeit. Und deswegen fängt das so mit Akku dann so an eigentlich, dass die Caster so langsam echt die Melees einholen. Ob sie dann die Krieger immer so letztendlich auch komplett überholen werden, bleibt abzuwarten. Da gibt es immer so, manche sagen, nee, Krieger bleiben immer top. Meine persönliche Vermutung ist immer so, dass die Magier auf jeden Fall die Schurken überholen vom Damage. Bei Krieger weiß ich nicht so genau, aber sie kommen auf jeden Fall deutlich näher ran. Ne? Ja, Krieger haben halt den Vorteil, wenn es mehrere Boss, also wenn du cleaven kannst oder sowas. Ja, darum. Ist dann, da hast du halt übelste Vorteile, aber zum Beispiel, sobald Single Boss ist, dann ist Hexer oben dabei. Ja. Ich war jetzt am Sonntag musste ich einen Pack mitgehen, weil ich halt, wie gesagt, Mittwoch nicht konnte. Und ich glaube, ich war immer unter den Top 5 Damage-Dealern. Mhm. Mhm. Hatte weder World Buffs, noch hatte ich eine Flask drin, noch hatte ich sonst. Also, ich habe keine Potions oder so. Und du hast noch nicht mal die Träne. Ich habe noch nicht mal die Träne. Aber ja. Ich habe sie jetzt wenigstens am. Du bist da ein bisschen leiser geworden. Gesehen. Du? Okay, alles gut. Sorry. Also, ich habe sie gestern auf jeden Fall mal gesehen im Main Raid. Mhm. Weil sie gestern, dass ich getroppt ist.
Ich habe sie natürlich nicht bekommen. Oh, shit. Tatsächlich habe ich sie seit dem Release von BWL jetzt erst zweimal gesehen. Ja. Das ist echt krank, ne? Bei uns sind sie wirklich 7-8 Mal gedroppt oder so in den ersten paar Monaten. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende von der heutigen Podcast-Folge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen schönen Einblick mal in das Feeling, so was euch in AQ40 erwarten wird. Wie gesagt, sehr, sehr schöner Raid, sehr schönes Event overall auch. Und ja, jetzt ist so die Frage so ein bisschen natürlich auch, was bleibt jetzt eigentlich noch in Vanilla, ne? Wir haben jetzt so, würde ich sagen, die Hälfte haben wir erreicht, ne? Ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht sogar schon. Und der absolute Peak von WoW Classic, kann man sagen, eigentlich. Was würdest du sagen von deinem inneren Bauchgefühl her? Denkst du, Naxxramas wird nochmal eine Schippe drauf von der Erfahrung her, von der Eröffnung, vom Server-Event-Feeling? Oder vermutest du eher so, Naxxramas wird leider Gottes, obwohl es einfach eine mega geile Indie ist eigentlich, vielleicht gar nicht mehr so den fetten Hype erfahren wie AQ, weil es einfach der letzte Raid ist am Ende, ne? Ich glaube vor allem eins, dass Nax nochmal eine Schippe schwerer wird. Man hat jetzt gesehen, dass der Leistungsunterschied zwischen den, sag ich mal, Casual-Spielern und Semi- und Hardcore-Spielern oder Semi- und Progress-Spielern ist schon stark angestiegen bei AQ. Das sieht man allein an den Zeiten und dass es halt viele Gilden gibt, die halt noch nicht mal über die Twins rüberkommen. Also die, die Twins halt nicht packen. Da sieht man aber auch, dass in Reddit und so vor allem die langjährigen Progress-Spieler von den PvP, von den Private-Servern unterwegs sind, weil da jetzt wurde ja geflamed, dass das AQ viel zu leicht ist, dass alle durchgerannt sind. Das finde ich jetzt meiner Meinung nach nicht so. Habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Klar, auf Twitch kommt es auch immer so vor, weil die ganzen Casuals ja auch nicht auf Twitch streamen. Naja, klar. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Auf Twitch sind jetzt nicht die Leute unterwegs oder haben nicht die Zuschauerzahlen, die 25 Mal bei Twins viben und dann den Raid auf 3 Tage strecken, was es auch gibt. Spiegelt sich halt auch in den Logs nieder. Also, ich glaube, die schnellste Gilde auf Lucifer war irgendwie 1:30, 1 Stunde 30 oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich persönlich auf Nax. Wie gesagt, ich habe halt erst Ende Vanilla angefangen, das heißt, ich war auch noch nicht in Nax drin. Habe aber Nax War of the Lich King First Kill gehabt. Ja. Also Server First Kill gehabt. Oh, okay. Deswegen, da freue ich mich drauf zu sehen. Ja. Den Unterschied zwischen World of Lich King und also im Prinzip dem alten und dem neuen Nax. Das wird cool. Ja. Vielleicht kurze Erklärung, muss ich vorstellen, in der WOTLK-Erweiterung, der zweiten Erweiterung für WoW, also die nach Burning Crusade kam, wurde quasi nochmal eine Neuauflage von dem Naxxramas Raid quasi veröffentlicht. Genau. Auf einem anderen Level dann, der einfach auch ein bisschen anders aufgebaut war, ja, von der Schwierigkeit her auch. Ja, genau, der Lich King hat praktisch das alles wiederbelebt und dahin geflogen praktisch, ja, und dann hast du da auch eine Geisel-Invasion und das, ich fand das Event damals richtig cool. Und ja, das war halt einfach auch, glaube ich, weil sie dann den Leuten nochmal die Möglichkeit geben wollten, den Raid halt zu sehen, weil den halt einfach in Vanilla nicht viele gesehen haben, weil Burning Crusade am Ende sehr gerusht wurde, ja, weil man es dann releasen wollte. Und deswegen konnten leider im originalen Vanilla sehr viele Leute gar nicht Naxxramas reingehen. Was ich auch tatsächlich nicht schlimm finde. Also du hast ja einmal, dass du den dass du da nur hinkommst, wenn du halt also du musstest dich ja da einkaufen, dass du da reinkommst, musst dich ja einkaufen. Was ich schon mal bedingt cool finde, weil ich habe nie Gold. aber du kannst ja dann Ruf farmen und dann wird's ja billiger, das ist relativ chillig. Genau, also dann solltet ihr jetzt schon Agentum-Dämmerungsruf farmen. Ja, also immer schön Stressholm gehen, Sholo gehen. Da bekommt ihr quasi den Ruf, den ihr dann irgendwann mal braucht, damit ihr in Naxxramas günstiger reinkommt. Das solltet ihr jetzt schon mal. Also respektvoll solltet ihr das schon im Idealfall machen. Ja. Und ich denke tatsächlich,
dass Saphiron und Kel'Thuzad nicht alle legen werden. Ehrlich, also, ja? Okay. Ich hätte Progress, Semi-Progress-Gilden werden das machen. Mhm. Auch die, wenn Packs voll mit Leuten sind, die sich da auskennen, ja. Aber ich glaube, vor allem Pack-Raids werden nicht so weit kommen. Oder werden es auf 2 Tage strecken müssen. Allein halt schon von der Zeit her. Weil meistens sind es Twings, die Motivation ist nicht so hoch. Mhm. Ja. Dann kommt noch das dazu, dass du halt durchs komplette östliche Pestland durch musst. Oder? Wo hast du mal Angst? Zum Raid-Eingang, ne, ja. Bin ich jetzt, ich bin glaube ich gerade total bescheuert. Meinst von der Kapelle zur Inni, ne? Ja. Naja, doch, das stimmt, ja. Wo kommt Nax nochmal hin? Ja, links neben den, also ein bisschen unterhalb vom Eingang nach Stressholm. Stimmt, ja. In diesen Pestwald da irgendwie, genau. Ja, genau. Ja. Da wird es halt zum Beispiel, vor allem auf so Servern wie Winoxes Patchwork, wird das die größte Shitshow, da reinzukommen. Ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt meinen Warlock hin habe, weil ich werde nichts anderes machen, außer da die Leute killen. Das ja, perfekt. So PvP ab, da wird so viel PvP abgehen. Das wird ist auch lustig. Mein Plan. ja. Ja. Ja gut, das stimmt natürlich, klar. Das, also letztendlich einfach, ne, man hat mehr Hürden, um da einen erfolgreichen Raid zu haben, meinst du, ne? Ja. Man muss halt Eintritt bezahlen, es dauert total lange, es ist umfangreicher und, ja, das stimmt. Und das ist schwieriger. Ja. Und dazu kommt noch, ich weiß, du weißt nicht, wie die Leute dann noch Lust haben, Consumables zu farmen, etc. pp. Ja, und so. das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den wir ja vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen können, aber wir sind dann auch gleich schon fertig mit der heutigen Folge. Ja. Das habe ich tatsächlich auch auf etlichen Private-Servern beobachtet, Leute. Komischerweise haben sehr viele gequittet mit dem Release von Naxxramas. Also die wollten noch nicht mal mehr da reingehen, weil einfach die Denkweise dahinter war die folgende. Die haben einfach gesagt, ey, warum soll ich mir das Gear holen? Danach kommt ja nichts mehr. Weißt du, was ich meine? So, und da hoffe ich wirklich, dass es auf den Classic-Servern nicht so sein wird, weil wir ja irgendwie wahrscheinlich, also man munkelt ja, noch mit Burning Crusade weitermachen werden und dann würde ja wieder was kommen, ne? Und auf den Private-Servern hat man so diese Fresh-Mentalität. Also da ging es dann relativ schnell darum, ey, okay, der letzte Raid kommt irgendwie, den hat aber irgendwie gefühlt echt nur 30% der Leute gemacht. Die anderen haben sich schon wieder irgendwie um den nächsten frischen Server geschert, der dann schon wieder kam. Weißt du? Und, aber ich glaube, das sind einfach andere Rahmenbedingungen auf den offiziellen Servern. Ich glaube, hier haben die Leute deutlich mehr Bock drauf und wir haben auch einfach ein anderes Publikum. Und ich hoffe auch, oder ich vermute auch, dass Blizzard auf jeden Fall Burning Crusade vor dem Release von Naxxramas ankündigen wird und BlizzCon. Auch dann schon sagen wird, weißt du, wie es weitergeht. Also ich schätze, dass sie es dieses Jahr auf der BlizzCon mit Shadowlands ankündigen werden. Also die werden halt sagen, gut sein, Shadowlands kommt dann und dann und 2-3 Monate später kommt TBC. Genau. Was viele halt vergessen, ist, dass du das Gear, was du in Nax hast, kannst du halt total lange noch in Burning Crusade tragen. Also kannst halt einige Items sind halt noch wirklich gut dann später. Ja. Und wenn es halt nur für einzelne Bosse sind. Na ja, also es stimmt schon, ja. Also ist es natürlich schon so, dass es in Burning Crusade relativ früh schon sehr starke grüne Items und so weiter gibt. Na, da gibt es schon so ein Gap. Allein? Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt so besondere, bestimmte Items, auch Trinkets und so weiter, Umhänge, die wirklich noch relativ lange gut sind. Das stimmt schon. Es werden so viele allein Nax machen, um Artis zu bekommen, um ein Portal nach Kara machen zu können. Vor allem Partner. Ja, stimmt. Weil es gibt zu Burning Crusade, du kannst dich halt einfach nach Kara porten. Das ist halt so gut. Halt echt der Dream. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kann sich dann aber nur der eine Spieler, oder wie? Nein, das Gruppenmitglieder können dann nach Kara geportet werden. Mit dem Stab? Ja. Okay. Also die komplette Gruppe wird hingeportet, oder wie? Oder? Lässt ein Portal entstehen, das Gruppenmitglieder, die es benutzen, nach Karazhan teleportieren. Das ist wie so ein Mage-Portal praktisch. Ach, tatsächlich. Und was für ein Cooldown? Eine Minute Ablegezeit.
Lol, echt? Ja, das heißt, du kannst halt stellen, wenn du halt 2 im Raid hast, reicht's halt, ne? Für die 10er. Ja, das ist ein kompletter Raid da. Verstehe. Also interessante Infos hier noch am Ende. Du merkst, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Also. Ja, und das ist, was ich auch übrigens interessant finde, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, ne? Dass Artiersch nicht Biss ist für denjenigen, der es trägt. Wusstest du das? Nee, ja, genau. Ja, das ist auch interessant. Das ist ein Support-Item. Genau, es ist quasi, also das wirkliche Biss für euch wäre, wenn jemand in eurer Gruppe Artiersch habt und ihr andere Items anlegt. So eine Art. Genau, ja. Ja, also deswegen überlegt es euch nochmal, ob ihr es wirklich haben wollt, weil für euch selber ja, resultiert das nicht unbedingt das in einem maximalen Damage. Das ist halt auch gut, Damage. Weißt du hast halt noch einen Damage-Buff drin, also theoretisch zu TBC hast du nochmal 2% Zusatzcrit, zum Beispiel, wenn jemand den, was ist das? Je nachdem, das, wer den halt dann den hat. Ne? Haben, ja. Ja, oder auch hier Dämonen und Untoten killen, ja. Wenn du halt hier Mal des Helden hast als Schmuck von Kel'Thuzad. Mhm. Ja, mehr 85% mehr Schaden an Dämonen. Ja, wie geil ist das denn mit schönen Helden Feuerhalbinsel, ja? Also, ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich würde auch das sagen. Ein eigener Podcast, ein eigenes Video an sich. Ja, aber ich auch gerade sagen. Da könnte man fast noch die nächste Folge drüber machen. Aber hast du auf jeden Fall recht, es gibt einige besondere Items und gerade auch im Early Burning Crusade, in der Early Progression, in die Heroics und so weiter, da hat man einfach Vorteile, weil man dann auch halt einfach an einigen Stellen nicht so schnell Gear austauschen muss, weil man eben die Nax-Items noch hat, ne? Trotzdem ist es dann halt auch so, letztendlich, irgendwann ersetzt man die dann halt dann auch in Burning Crusade. Ja. Und auch so die Sachen, die man bekommt, sind alle relativ stark, schon in grünen und blauen Gegenständen. Da gab es einen relativ großen Sprung eigentlich. Aber hast du schon recht, es gibt auf jeden Fall Anreize für die Leute, auch noch Noxramas zu klären vom Gear her, auch in Bezug auf Burning Crusade. Was ja auch hoffentlich, wie gesagt, das meinte ich ja auch vorhin schon, nicht so sein wird wie auf den Private-Servern, weil ihr müsst euch vorstellen, Private-Servern waren ja in sich geschlossene Server, da ging es ja nie mit Burning Crusade weiter. Hatten einige mal geplant, aber dazu kam es nie, weil dann halt Nostalrius runtergefahren wurde und, aber auf jeden Fall, dadurch, dass man wissen wird, in Classic wird es irgendwie weitergehen mit der nächsten Erweiterung oder mit Classic Plus ja vielleicht doch noch. Deswegen wird auf jeden Fall, werden die Leute auf jeden Fall Naxxramas auch, hoffe ich, entspannt raiden. Genau, Blue, dann würde ich sagen, machen wir Ende, oder? Ja klar, wenn die Leute Fragen haben, einfach aufs Discord von Defiler gehen, da mich suchen, rechts, ich weiß gar nicht, wo ich da bin. Das Lexikon. Zum PvE. Ja, Ehrengönjamin. Ja, genau. Und vor allem auch bei Warlock fragen. Ja, da mich einfach anschreiben. Ja. Wenn ihr Flucifon seid, einfach auch immer anschreiben. Genau, Blue ist da eigentlich immer mega gerne hilfreich. Dabei, ja. Genau, ja, Blue, dann danke auf jeden Fall. Können wir öfter vielleicht mal machen zu dem einen oder anderen Thema. War echt chillig. Klar, vielleicht gibt es ja auch Feedback-Fragen, Feedback, worauf man eingehen sollte, etc. pp. Genau, schreibt uns gerne Kommentare in die Kommentare, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier auf YouTube und fürs Zuhören auf Spotify. Ja, endlich mal wieder ein bisschen Content vom Defiler heute zur Akku. Hört sich und ich wünsche euch einen wunderschönen Raid und noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Jo, Servus, nicht ärgern lassen.